Seite und Drucker einrichten. In Calc. LibreOffice 6. Dieses Video zeigt, wie das Einrichten der Seite und des Druckers vollzogen werden kann. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Calc. Arbeiten mit bestehender Tabelle. Für dieses Video benutzen wir eine bestehende Tabelle, Verbindlichkeiten. Die Tabelle kann über diese Wiki-Seite heruntergeladen werden. Seite formatieren. Wir öffnen die Datei Verbindlichkeiten.ods in Calc. Die Tabelle wird angezeigt. Die Druckausgabe ist normalerweise für den A4-Hochvor eingestellt. Dies überprüfen wir mit der Ansicht Dateidruckvorschau. Die Druckvorschau wird angezeigt und wir können mit dem Symbol Nächste Seite zu den weiteren Seiten klicken. Wir können feststellen, dass die Tabelle auf drei Seiten gedruckt wurde. Wir klicken auf Seitenansicht schließen. In der Normalansicht sehen wir nun, dass zwischen den Spalten BC und FG eine senkrechte gestrichelte Linie verläuft. Dies entspricht der Aufteilung in drei Seiten. Da die Tabelle breiter ist als hoch, bietet es sich an, die Tabelle in Querformat DIN A4 zu drucken. Seite auf A4 Querformat einstellen. Um auf A4 Querformat einzustellen, wählen wir Format Seite. In der Dialogbox Seitenvorlage Standard klicken wir auf den Tab Seite. Bei Papierformat belassen wir A4 und wählen bei Ausrichtung Querformat. Maßstab und Skalierungsmodus einrichten. Wir klicken auf den Tab Tabelle. Bei Maßstab Skalierungsmodus wählen wir Druckbereich auf Seitenzahl anpassen. Die Seitenzahl belassen wir bei 1, damit wird die Tabelle auf eine Seite gezwungen. Wir klicken auf OK. Druckbereich festlegen. Nun legen wir noch den Druckbereich fest. Dazu markieren wir den Bereich der Tabelle, der ausgedruckt werden soll. Nun wählen wir Format Druckbereiche festlegen. Die gestrichelten Linien befinden sich jetzt an den äußeren Kanten der Tabelle, wie zuvor markiert. Wir überprüfen wieder mit Dateidruckvorschau. Es wird nun die gesamte Tabelle auf DIN A4 quer angezeigt. Wir klicken auf Seitenansicht schließen. Drucker einrichten. Da wir nun das Seitenformat auf Querformat eingestellt haben, richten wir nun den Drucker ein. Wir wählen Dateidrucker-Einstellungen. In der Dialogbox Drucker einrichten wählen wir Eigenschaften. Das sich öffnende Menü ist druckerabhängig. Es kann je nach Drucker ganz anders aussehen. Im Druckermenü wählen wir ebenfalls A4, Querformat und OK. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter.